Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Folge 100 Part 2 mit eurem Spooky VF. Und ich habe ja ein Infovideo rausgehauen über TU, ich weiß gar nicht welches TU es ist, Version 1.22. Leider ist mir dabei ein Fehler unterlaufen. Ich habe es nämlich direkt von der PlayStation hochgeladen und hatte das Headset gemutet und deswegen ist kein Commentary dabei. Das tut mir unglaublich leid. Ja, 1.22 ist draußen. Das ist richtig cool. Es gibt nochmal neue Tiere, Hasen. Es gibt neue Schiffsarten, ja, Fischarten. Und ja, viele neue Blöcke und so. Und das werden wir alles natürlich im Laufe des Let's Plays, werden wir das alles noch erkunden und uns angucken. Ich wollte in diesem Infovideo vorab schon ein bisschen Auskunft geben. Man sieht die Blöcke eben halb alles und so, das zeige ich ja auch ein bisschen, aber es ist kein Commentary dabei. Nochmal meine dickste Entschuldigung an dieser Stelle. So, heute wollten wir schon mal ein paar Buden aufbauen und ich denke, da fangen wir hier irgendwo an gerade. Und was mir noch so eingefallen ist, das muss ja auch nicht hier nur auf die Weihnachtsfolge oder auf die Folge 100 beschränkt sein. Wir können dieses Wintergebiet ja auch später noch weiterbauen. Immer mal wieder so ein bisschen dann auch mit diesem Texture Pack. Ja, das haben wir ja auch gesagt, dass wir so Themengebiete bauen, dass wir hier eben dann unser Wintergebiet haben und das auch noch ein bisschen ausbauen. Hey du. Ja, es war klar, dass du jetzt ins Wasser springen musst. Ich denke, so könnte man das machen, aber ihr könnt ja eure Meinung ja auch mal in die Comments posten, wie ihr das findet. So, ich habe den Tannenbaum noch nicht weiter geschmückt. Das werde ich dann nach dieser Aufnahme tun, dass wir das in der nächsten Folge haben, im Part 3 quasi. Weil den wird es auf jeden Fall noch geben. Wir haben ja noch nichts gemacht, Weihnachtsmarkt technisch. Deswegen geben wir jetzt auch ein bisschen Gas. Und suchen mal Holz. Welches Holz holen wir denn? Holen wir hier mal Birkenholz. Sieht ganz gut aus. Am besten in dieser Form. Oh Mann, ey. Keine Ruhe von euch. Fackel ab. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Gegner Prismarinscherben droppen. Ob die das überhaupt können oder nur diese Wächter, die neuen Gegner. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Ich denke, die Bude bauen wir auch so in dieser Farbe hier. Wo bauen wir sie hin? Bauen wir sie einfach mal hier hin, ne? Ist ja egal, können später noch ein bisschen mehr draus machen. Ja. Machen wir mal zwei oder drei frei. Drei frei, würde ich sagen. Und dann. Ja, genau. Oh, Mist, das ist dumm. Das wollte ich so nicht haben. Ja, so. Ah, Mann, ey. Es ist doch nicht euer Ernst. Tatsächlich, ey. Och, hat der jetzt unser Bild hier runtergeschossen oder was? Die Sau. Mann. Wir müssen hier unbedingt mehr beleuchten. Aber ich glaube, ja, wenn ich jetzt hier Klosterns an den Baum hänge als Weihnachtskugeln, dann weiß ich nicht genau. Ja, ich werde wahrscheinlich immer die rausstehenden Stücke hier nur schmücken. Ja, ich weiß es noch nicht. Wir lassen das mit dem Kloster und so erstmal noch. Vielleicht machen wir das noch im Laufe der Folge, wenn wir noch Zeit haben. Mal gucken. Und das Ganze ja auch noch umrahmen. Haben wir nicht noch mehr Birkenholz? Irgendwo müssen noch Birkenholz sein. Hier, glaube ich. Nee, da ist Schungelholz noch. Oh Mann, nee. Komm, sag mir nicht, dass das alles an. Ah, nee. Oh, Glück gehabt. Puh, Leute, Leute, Leute. So, ja, hier kommt die Theke hin. Da haben wir das Ding so groß. Und hier wird die Tür hinkommen. Und dann bauen wir das hier schön zu. Ich hasse das mit diesem Holz. Och Gott. Obwohl, das ist eigentlich egal. Nee, ist es nicht. Obwohl, doch, dann wird es hier nämlich wenigstens so sein. Okay, dann lassen wir das sogar so. Ist sogar gar nicht mal so verkehrt. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier kommt die Theke hin. Das heißt, wir machen das hier so. Und dann machen wir das auch hier so zu. Ah, so. Jawohl. So ist das schön. Und dann machen wir nämlich das hier auch. Dann machen wir das auch so. Ah, Gott. Zack mal, ne?
Der macht sie immer gerade so, wie man sie nicht will. Fluch von Minecraft. So, und da hätten wir hier schon mal unsere erste Weihnachtsbude. Fackeln, Fackeln. Wo sind Fackeln? Hatten wir nicht irgendwo Fackeln? Oh, war ja. Ich dachte, ich wäre gut organisiert. Oh, komm schon, ey. Wenn nicht, bauen wir noch welche. Ja, ich glaube, wir haben wirklich keine. Alter Verwalter. Holen wir mal hier einen Kürbis als. Den brauchen wir auch. Ein paar Geschenke wären noch ganz schön. Ja, zwei braune Wolle. Ah, da ist Glowstone. Dschungelbaumsetzling brauchen wir jetzt nicht. Den Redstone legen wir mal weg. Was wollte ich? Achso, noch Geschenke, genau. Hier noch zwei gelbe Wolle. Ja, und hier noch orange, ne? Haben wir auch mal noch zwei. Das wir die auch so um den Stand rum bauen können. Aber Fackeln haben wir auch echt keine. Da müssen wir noch bauen. Naja, egal. Machen wir gleich. Ah, hier so. Den Müll mal kurz entfernen. So. Ich würde sagen, orange ganz nach vorne. Das. Oh. Ja, dann müsste eigentlich. Das Gelbe müsste eigentlich meiner Meinung nach hier oben drauf. Das wäre, glaube ich, cooler. Dass die Geschenke so da stehen. Da kommen wir auch aufs Dach. Das ist noch ein positiver Nebeneffekt. Holen wir hier nochmal Birkenholz kurz und hauen das hier drauf. Siehst du? Ich sag's doch. Unglaublich. Unglaublich. So. Das gleiche machen wir hier auch. Können wir es ein bisschen anders anordnen. Muss ja nicht gleich sein. Dann machen wir das Braun hier oben rauf. So. Jetzt bauen wir noch ein paar Fackeln. Und holen uns eine Tür. Haben wir Türen dabei? Ich glaube auch nicht. Aber die wollte ich aus Fichtenholz machen, weil die sehen nämlich richtig cool aus. Fichtenholz haben wir. Dann gehen wir mal. Ja, hier sehen wir die Türen. Ja, Birkenholz sieht auch gut aus. Das sehen eigentlich alle ganz cool aus. Aber wir holen zunächst mal hier die Fichtenholztür. Und gehen dann auf Fackeln. Oh, machen wir uns mal einen direkten Stack. Achso, irgendwas wollte ich noch mitholen. Schneebälle haben wir hier. Ich brauche aber Schnee, genau. Nächstes Mal die Tür hier rein. Innen drin muss nicht unbedingt Schnee liegen. Obwohl, das ist eigentlich jetzt egal. Ja, den Boden, den lassen wir auch so. Das ist jetzt nicht so tragisch. An solchen Details wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Wo machen wir die Fackeln hin? Machen wir die hier rein? Hier rein oder? Gute Frage. Zunächst mal machen wir hier den Verkäufer rein, der hier den Stand bedient. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht machen, aber nun ja. So, da ist er. Unser Freund, der Schneegolem. Und was verkauft der hier so? Ach, jetzt weiß ich gar nicht, ob das geht. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, können wir nicht hier draufsetzen. Schade. Alternativplan machen. Wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Weil ich will, dass der die Actionfiguren und die Zuckerstangen und so verkauft. Mach mal die Knochen und den ganzen Dreck hier weg. Kohle brauchen wir auch zunächst mal nicht mehr. Ja. Wo ist das Leder? Ah, hier, genau. Da bauen wir nämlich gerade noch ein paar Rahmen. Brauchen wir nämlich auch. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo die waren. Hier, glaube ich. Genau, Gegenstandsrahmen. Die sind jetzt auch ganz neu. Also, haben eine neue Funktion. Man kann die mit einem Redstone-Signal irgendwie versorgen und dann sollen sich die Items darin drehen.
Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe ich jetzt nur mal so gelesen. So. Mal hier eine Actionfigur rein. Yeah. Jetzt Actionfiguren und. Oh, was gibt's noch hier? Genau. Das hier. Und ich würde die auch gerne hier irgendwie vorne draufstellen, aber da müssten wir Erde einpflanzen. Das geht eigentlich schon. Wenn wir die Erde da hinten dran machen, das sieht zwar vielleicht ein bisschen blöd aus, aber das sieht man vielleicht auch von außen gar nicht so. Oh, komm, geh mal rüber da, Junge. So. Und dann könnten wir den eigentlich auch hier einengen. Ah, wo ist denn das Birkenholz? Jetzt brauche ich das Birkenholz wieder. Jetzt, ja. Du sollst nicht hier draufklettern. Komm, geh mal. Ja. Scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich den früher gebaut. Genau. So. Wow, was war denn das? Ah, okay. Sorry, Leute. Das war Twitter. Ja. So. Genau so baut man eine Tür. Oh, Freunde. Ey, wo sind der jetzt hin? Hä? Hallo? Wo bist du hin? Schneegolem? Da draußen ist er. Oh Mann, wir hätten das Dach natürlich auch zubauen müssen. Eieieiei. Was für ein Scheiß. Was machen wir hier nur? Ja, dann machen wir das so. Ja, genau. Geh da rein. Geh da rein. Hoffentlich fällt er jetzt rein. Komm. Spring da runter. Mein Freund. Und jetzt kann der eigentlich ja nirgends mehr hin. Ne? Jetzt können wir hier noch zubauen. Dann ist es okay. Jetzt haben wir die Tür offen gelassen, oder? Ja. Schnell zu. So, und ich bin mir nicht sicher. Eigentlich müssten wir. Ne, das geht nicht. Dann würde man es hier sehen. Da lassen wir es lieber oben so. Weil dann sehen wir hier von. Ja. So. Jetzt hat er auch keine Bewegungsfreiheit mehr, der Arme. Aber egal. So, jetzt können wir auch unsere Actionfiguren und unseren Lebkuchen hier platzieren. Sehr schön. So. So sieht das aus. Unser erster Stand. Ich weiß nicht. Ich hoffe, der schmilzt nicht, wenn wir Fackeln hier in der Nähe haben. Dann können wir nämlich da hinten dran. Ne, das geht auch nicht mehr hinten dran, eine Fackel machen. Ja, dann machen wir die Fackel einfach hier an den Stand. Oh. Und hier hinten dran, da sollten eigentlich. Das wäre cool, wenn man da noch Geschenke oder sowas hinmachen würde. Ja, da gucken wir uns mal an, wie wir das machen. Weiß ich noch nicht genau. Ah, ja, haben wir schon mal wenigstens einen Stand gebaut. Der sieht doch schon schön aus, finde ich. Kann man gar nicht meckern. Und wir werden natürlich nicht nur Stände bauen, wir werden auch noch was anderes bauen. Ja. Gute Frage, was nur, ne? So, wie sieht denn das Fichtenholz aus? So. Ne, das würde ich jetzt nicht wählen. Dann lieber das Schubbelholz noch. Da hatten wir nämlich da hinten drin noch, oder? Ja, hier, das sollte auch reichen für einen Stand, den wir dann auch hier irgendwo hinbauen. Also in angenehmer Entfernung. So ein bisschen versetzt. Ja, ich denke, so geht das klar. Jetzt haben wir hier nochmal einen Fehler gemacht. Ey, cool, die blinken sogar. Das ist ja mal richtig cool. Ey, da haben wir voll den blinkenden Weihnachtsstand auf unserem Markt. Und weiter geht's mit unserem schönen Ständchen hier. Oh Mann, es fängt wieder gut an. Müssen hier auf jeden Fall Licht in die Gegend bringen. Ich weiß auch gar nicht genau, ob ich da auch alles ein bisschen offscreen weitermache. Oh. Weil, ja, weil das ansonsten niemals klappt, dass wir hier alles fertig kriegen, dass wir so ein paar als Exempel hier bauen, so ein paar Stände und dann ich nochmal offscreen weitermachen werde und den Rest baue. Ich denke, das wäre vielleicht so
und dann immer die Folge das neue Zeug auch natürlich präsentieren werde. Ah, oh Mann, ey. Und dass wir dann, ja, uns das gemeinsam angucken. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir das hier machen. Welche Tür war hier rein? Oh. Ah ja, hier war noch falsch. Das muss ja so sein. Okay. Haben wir ein bisschen eine dunklere Hütte. Da machen wir aber auf jeden Fall hier hinten mal das Licht dran. Oh. Das ist auch noch ein Fehler. So. Jetzt haben wir es aber, ne? Ja, cool. Ah, wir könnten... Ach, wisst ihr, was neu ist? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie man den baut. Wo der ist. Ah, hier ist er doch. Da brauchen wir... Was ist das? Was ist denn das? Steinstufe. Okay, jetzt haben wir natürlich keine Steine da. Aber ich glaube, ich habe ein paar Öfen da. Und wir haben Kohle da. Und wir müssten eigentlich irgendwo in der Nähe zumindest mal Pflasterstein haben, wenn wir kein Inventar haben. Öfen, waren die hier drin? Ah, hier ist noch ein Ofen. Ah, gut. Gut, spooky. Ein bisschen geht der Kopf manchmal noch. Auch im hohen Alter. So. Natürlich. Weiß ich jetzt nicht, wo das ist. Ob wir hier irgendwo Bruchstein haben. Ich glaube nämlich nicht, dass ich Bruchstein hier habe. Was haben wir hier? Oh. Ah, ne, haben wir die Haltbarkeitshacke, dann brauchen wir die Behutsamkeitshacke, genau, dann brauchen wir nämlich überhaupt gar keinen, da können wir ja direkt Stein abhacken und können eine Steinstufe dann bauen. Dann gucken wir mal, irgendwo muss ja hier Stein sein, da ist ein Berg, da sollte das ja irgendwo sein. Das hier, ist das Stein oder Kies? Das sieht aus wie Stein, ne? Oh, hm. Toll, nochmal in der, an der Lava hier geparkt. Oh Mann, ich wusste es. Hau ab. Oh, Mist. Zweiter Schuss war dumm. Egal. Essen wir mal den Apfel, dann können wir nämlich nochmal alles mitholen. War es Stein? Jawohl, ist Stein. Wo sind wir Essen hin? Ah, da oben. Ich dachte schon. Glück gehabt. Ja, die Spinne, die guckt da hinten auch mal unserem Weihnachtszug zu. Oh, das hier war natürlich ganz cool geblieben. Stirb! Ja, und die Verzauberungen gehen jetzt mit Lapis Lazuli und auf die Bücher können jetzt auch erst mehr Verzauberungen drauf anscheinend. Jetzt holen wir uns mal eine hellere Tür dafür, ne? Würde ich schon sagen. Also machen wir die hier, legen wir mal kurz weg, wenn hier irgendwo Platz ist. Ja, hier. Oh nein! Oh Mann, du elender Penner! Mann, oh Mann! Oh! Ich kotz gleich. Echt ehrlich, das ist doch... Jetzt habe ich es geschafft hier wirklich, dass mich kein Creeper-Schwein erwischt. Mann! Alles schnell in die Truhe hier schmeißen. Super. Da kommt Freude auf. So ein Shit. Hat er die Truhe komplett zerstört oder? Ah nein, da ist ja noch die Hälfte da. Oh, dann ist es ja, dann ist der Schaden ja noch, hält sich ja noch in Grenzen. Aber trotzdem kriege ich gleich einen Schaden. Das ist dumme Creeper, ey. Jetzt müssen wir natürlich noch mal alles zusammensuchen. Da fliegt mir doch, ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hasse diese Viecher echt ohne Witze. Ich hasse sie mittlerweile so sehr. Äh,
Ja, das Essen habe ich auch eben weggeschmissen oder was? Hier hin irgendwo. Oh, wo bist du, Essen? Ich habe Hunger. Ja. Warum habe ich jetzt so viel Erde ausgepackt, für das Loch hier zu stopfen? Naja. Auch mal was Neues. Wunderbar. Herrlich. Schön. Ah ja, okay, ging ja noch. Wie gesagt, hält sich in Grenzen der Schaden. Wir machen jetzt noch eine Birkenholztür. Wo ist denn die Werkbank? Jetzt auch gekostet. Ey, Birkenholzbretter sehen ja auch nicht schlecht aus, oder? Ah, es geht. Kann ich nochmal die Axt aufheben? Erstmal haben wir jetzt eine Tür. Und zwar Birkenholztür hier. Schöne weiße Tür in den. Ja. Gibt ein bisschen Kontrast. Und da gucken wir mal, was wir hier noch vorhatten. Ja, die Rahmen wollte ich noch haben. Da holen wir ein Geschenk. Da machen wir da oben Geschenke rein oder so. Oh ja. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Eigentlich gefallen mir die Orangen immer am besten. Ja, ansonsten, was wollte ich noch machen? Kein Plan mehr. Hat mich voll aus dem Konzept gebracht, dieser Creeper. Welches Konzept, ne? Hier ein bisschen Ofen. Ah, die Steinstufen. Genau. Steinstufen wollten wir machen. Da kann ich euch nämlich noch gerade die ersten Neuerungen zeigen und dann denke ich, werden wir diese Folge auch so langsam beenden. Stufen sind hier, Steinstufe. Was ist denn jetzt los? Drei Pflastersteine. Haben wir doch, oder? Bin ich jetzt besoffen? Habe ich nur einen rausgeholt? Wir hatten. Habe ich nur einen abgehackt? Sag mal. Mir hackt's doch, oder? Komm, dann gehen wir den schnell noch holen. Stimmt, wir wurden dort ja überrascht. Okay, ich hoffe, dass es bei der nächsten Aufnahme mal hier vielleicht noch anfängt zu schneien. Das wäre ganz cool. Oh, jetzt habe ich die. Na doch, die Behutsamkeitshacke. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt die Behutsamkeitshacke nicht dabei habe, dann. So, er spaziert hier in der Lava entlang. Dann können wir nämlich noch. Komm, stirb jetzt. Geht mir alle aus dem Weg und aus den Augen heute. Oh ja, cool. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Leute, das wird cool. Wir bauen mal nämlich den Rüstungsständer. Der ist nämlich auch neu mit der Version 1.2.2 ins Spiel integriert worden. Und jetzt bauen wir uns. Warte mal. Das Leder brauchen wir noch. Eine Lederrüstung. Also cool, dann haben wir nämlich Santa Claus am Start. Okay, jetzt muss ich gucken, wie man das macht. Ich habe da gar keinen so einen Plan davon. Den bauen wir hier vorne hin, oder? Aber ich. Warte mal, da muss ich jetzt. Ah, oh, jetzt habe ich die Axt immer noch nicht dabei. Ich bin so ein Depp. Oh, jetzt reicht's mal aber. Mann. Lass mich mal hier dekorieren, schon stelle ich die nächste Folge die Gegner aus. Das nervt nämlich gerade übertriebenst. Wollen ja hier ein bisschen weihnachtlich machen, ey. Ist der falsch rum? Na klar, ist er falsch. Oder? Oder ist er jetzt falsch rum? Ne, jetzt ist er falsch rum. Hm? Ja, gut, dann war er doch richtig rum. Alles klar. Nochmal. Von neuem. Ah, es kann natürlich sein, dass es. Oh,
So, haben wir Santa höchstpersönlich hier in unserem Weihnachtsstand. Das ist cool. Und der verteilt natürlich die Geschenke. Da gibt es nichts anderes als Geschenke in diesem Laden. Und ich muss unbedingt auch noch ein bisschen Wolle dann farmen das nächste Mal, damit wir noch mehr Geschenke haben. Die wir hier dann auch ein bisschen verteilen können und so. Ja, das war gut. So viel Orangen wollte ich eigentlich jetzt nicht verbrauchen. Ja, hier noch ein gelbes oder so hin, was weiß ich. Würde gerne ein bisschen anders aufbauen, mal auch. Gute Frage, wie man das jetzt anders aufstellt. Hier vielleicht noch eins hin, so, ne? Dann haben wir einfach mal hier die zwei. Haben wir es eben einfach mal ein bisschen anders. So. Machen wir hier noch ein orangenes rein und hier noch ein braunes. Das gibt's hier. Ja. So würde ich sagen, sieht das auch ganz gut aus. Unser zweiter Stand, der ist für die Geschenke. Wir können da auch noch zuständig, da können wir auch noch Schilder hinmachen oder so, wenn wir das wollen. Aber an dieser Stelle sage ich dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit unserem Weihnachtsmarkt. Und ja, wenn es hier schneit, liegt dann hier oben auch Schnee drauf. Das ist cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde den Baum weitermachen für die nächste Folge, werde vielleicht noch ein paar Stände hier aufstellen und ein bisschen Zeug farmen, dass wir schön weitermachen können mit anderen Sachen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Spooky4F mit Minecraft auf der PS4. Bye bye bye.